Tag 26. Ich habe sehr, sehr viele nette Dinge gefunden und ich habe gerade nicht weitergelesen, weil ich noch in meinem Zettel war. Okay, der Kari hat einige scheußliche Wunden, er scheint sehr ernst zu sein. Ach, als wir ihn jetzt nicht kennen. Zenobia geht es viel besser, wir müssen sie im Auge behalten. Und Trunky hat auch einige scheußliche... Muss doch schon wieder jemand ins Krankenhaus. Oh, oh. Oh, oh, wir können hier schon wieder ernten. Halt, wir brauchen erstmal Crunky. Du stehst da gerade so schön. Kannst du mal bitte... Ja, ja, legt euch alle mal ins Bett. Eine gute Idee. Ich will ja hier eigentlich gleich mehr kochen. Wir haben jetzt viel Wasser. 3. Also 6 insgesamt. Das ist super. Das machen wir jetzt erstmal. So, da bist du ein bisschen beschäftigt. Und schwer verletzt. Schön. Sehr hungrig. Schlecht geschlafen hat Zenobia auch. Sie ist verletzt, erholt sich. Sehr hungrig, schwer verletzt. Ja, dann ja, leg dich erstmal hin, ist okay. Sehr hungrig. Und du kannst erstmal gleich noch ein Wasser hier machen. Herstellen. Also, Crunky muss sowieso nämlich essen. Warte mal, lass uns mal hier kurz Pause machen. Der darf gleich mal essen und dann kann auch Miffy eigentlich... Naja, es sollten erstmal die, die... Ich verliere zu viel Blut, ich brauche Hilfe. So, du isst jetzt erstmal. So, die ist damit durch. Du könntest eigentlich hier unten doch schon mal abernten auch. Warte, 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 bist du schon... Ess nochmal bitte was. Crunky. Crunky. Mal 2. Ess mal was hier. Komm, dann geht es dir besser, weil du bist echt schwer verletzt. Wir müssen die Schwerverletzten jetzt immer voll durchfüttern. Das reicht erstmal. Das ist doch gut. Dann hau dich jetzt hin, bitte. Nein. Verbinde dich nochmal. Sonst müssen wir halt Dakaria nochmal wieder ins Krankenhaus schicken. Heute Nacht, das geht nicht anders. So, jetzt hau dich hin. Miffy steht hier rum, kann hier mal befüllen. Ja. Kann dann gleich nochmal hier hören. Und können wir gleich mal gucken, ob sie auch Tabak herstellen kann. Obwohl, das könnte man so wie Novia machen, die kennt sich ja mit dem Zeug aus. Oh, jetzt geht das auch los. Wir dürfen erwarten, dass die kommenden Tage recht kalt werden wird, wahrscheinlich. Laut einer unserer Zuhörer empfiehlt ein Glas Glühwein. Mhm. Es soll nichts Besseres gegen kalte Tage geben. Prost. Schön. Na komm, hier ist doch noch was. Infolge von schweren Verlusten hat sich das Militär zu seiner früheren Stellung zurückgezogen und versucht nun erneut direkten Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Es sollte wieder möglich sein, sich durch die Stadt zu bewegen. Gut. Wir lassen jetzt mal die Musik an. Weil wir sind ja auch hier irgendwie ein bisschen traurig. Vielleicht hilft das ja. So, die schlafen alle. Okay, Zenobia ist auch nicht mehr müde und hat auch nicht mehr schlecht geschlafen. Das heißt, dann kann die mal hier unten dran gehen. Das Wasser läuft noch. Aber Miffy, bevor du dich hinlegst, machst du trotzdem nochmal einen Filter. Und dann sollte sie mal was essen. Genau, das können wir noch nicht. Dazu brauchen. Aber wir könnten mal gucken, wie viel das ist. Das kann mir vielleicht nochmal schauen. Siehst du, wir können eine echte Tabakzigarette herstellen. Wird in Kriegszeiten oft als Währung verwendet. Drehtabak aus einigen Kräutern. Mhm. Das ist doch cool hier. Du machst du das, das ist einfach mal jetzt. Schnaps. So, 12 Zigaretten herstellen. 3 Stunden. Ja, viel Spaß. So, Miffy, genau, einen Filter bitte und dann guckst du mal, wie viel dieses Destillatzeug kostet. Warte mal, hier ist doch... Könnte man sogar leisten, gar nicht so... Was an Zucker können wir einen hochprozentigen Alkohol? Wasser, immer Wasser, Wasser, Wasser. Wenn es jetzt kalt wird, ich glaube, wir brauchten fast nochmal einen Wasserfilter. Beziehungsweise stimmt nicht. Wir können ja dann den Wasserfilter, wir nehmen ja dann Schnee und kochen dann den Schnee.
glaube ich. Wir brauchen dann keinen Filter mehr. Müssen wir dann sehen. Ist auch teuer. Hätten wir noch 10 Teile? Brauchen wir unbedingt wieder Teile und Holz. Besonders jetzt, wenn es kalt wird. Nee, nicht herstellen. Du machst erstmal einen Filter. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Ich weiß gar nicht mehr. Müssen wir danach, nach dem Kochen, das Regenwasser hier nochmal durchjagen? Das wäre, das Schneewasser. Wir haben es ja abgekocht. Das hat eigentlich keinen Sinn. Wir brauchen etwas zu essen. Sagt Zenovia. So, Miffy. Du haust dich jetzt erstmal hin. Genau. Du solltest aufschlafen, finde ich auch. Und dann kannst du dir noch was essen. Sie ist immer noch traurig. Mensch, dabei läuft auch so schöne Musik. Sehr hungrig. Ja, Dakaria, du musst auch unbedingt essen. Am besten auch zweimal, weil du bist ja auch schwer verletzt. Du bist auch nicht mehr müde, das heißt, du machst das jetzt mal gleich. Und es bringt dir jetzt auch keiner. Es tut mir sehr leid. Das schaffst du alleine. Es dauert halt ein bisschen länger. So, halt. Nein, Dakaria. Vorher gehst du mal hier unser Wasserding und lässt es nochmal durchlaufen. Wir brauchen 10 Wasser, oh Gott, für das Gemüse oben. Na komm, ein bisschen schneller da oben. So, wir sind auch gleich fertig. Hier steht doch auch irgendwie. Ah, wir haben immer nur noch einen Stuhl. Okay. Zum Glück ist unser Unterschlupf ein Ort, wo wir eine Ruhepause vom Krieg einlegen können. Ja, siehst du mal. Wir haben nur einen Stuhl, wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben ein Radio hergestellt und hören es gerne. Wir haben ein paar Bücher. Ein gutes Buch hilft einem, die Strecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben, gewährt mir eine kurze Ruhepause in diesen schwierigen Zeiten. Wir haben alle Löcher in unseren Wänden mit Brettern zugenagelt, die Tür verstärkt und ein improvisiertes Alarmsystem installiert. Die meisten Angriffe von Banditen sollten wir abwehren können, selbst wenn wir im Schlaf überrascht werden. By the way, genau, Munition. Kannst du dir das nochmal hier anschauen? Der ist bandagiert, genau. Sie ist noch müde. Wie können wir hier Zenovia? Müssen wir das... Du blutest, ich weiß. Leere Patronen sind wieder neu befüllen. Ja, aber schaut mal, wie teuer das ist. Das lassen wir mal. Wir könnten ja mal gucken, wie viel ist denn die Gitarre. So, und jetzt, Dakaria, isst jetzt bitte mal was. Verdammt! Geht eigentlich. Etwas zu haben, um uns die Zeit zu vertreiben, ist wichtig. Eine Gitarre kann unsere Stimmung aufhellen. Insbesondere, wenn die Person, die sie spielt, etwas davon versteht. Ja, weiß ich, ob da einer was von uns davon da versteht. Ja, mach ruhig. Wir sind ja alle traurig, nicht, dass wir irgendwie deprimiert werden. Wo machen wir denn das? Sollen wir dann daneben noch einen Stuhl bauen, oder müssen die dann alle dabei sitzen? Hier können wir es echt nicht hinstellen, ne? Ich würde das ja irgendwo gerne hinstellen, wo wir auch sind. Vielleicht da oben, ist eigentlich auch ganz nett. Hier zum Eingang. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen unschlüssig, wie man merkt. Ich meine, klar könnten wir hier unten auch noch einen Sessel bauen dahin stellen, aber die Frage ist, können wir den Stuhl einfach verstellen eigentlich? Wir könnten ja auch, wir bräuchten eine Axt, dann könnten wir hier diese Sachen zerhacken, ne? Dann könnten wir theoretisch hier noch einen Stuhl, nochmal zurück. Das bauen wir jetzt nicht, sondern wir warten jetzt nochmal ab. Und zwar, halt, wir müssen jetzt nochmal was machen. Dakaria muss jetzt unbedingt mal essen. Mach mal ganz kurz Stopp. Und Dakaria. So, die Verletzten essen jetzt, die Schwerverletzten essen jetzt auf jeden Fall immer echt schön voll. So, Zenovia, was machst du jetzt da gerade? Du gehst hoch.
Vielleicht setzt sie sich hin. Noch etwas zu essen. Ich hätte nichts gegen eine weitere Portion. Ja, dann ess ruhig noch was. 2 mal 2. Mal gucken, vielleicht geht es ja dann dadurch auch irgendwie besser. Ich verliere zu viel Blut. Oh Gott, du gehst jetzt ins Krankenhaus heute Nacht. Das glaubst du aber. Alles. Es wird alles zu schwer. Ja. So, wir könnten eigentlich auch nochmal mit Sinn und Miffy essen. Und dann noch schnell anfangen zu kochen. Das machen wir jetzt. Komm, das kriegen wir hin, Miffy. Hau in die Struten jetzt hier. Machen wir kurz Stopp. Aber wir brauchen noch einen Anzünder dafür, ne? Nein, wir haben noch einen. Super. Sinn und Miffy. Das haben dann alle gegessen und die beiden schwer verletzen sogar 2-mal. Das ist doch super. Komm jetzt, Miffy. In die Hufen hier. Und dann kochen wir nochmal was, dann kann es nicht geklaut werden, das Gemüse. Sehr gut, kochen. Perfekt, perfekt. Und Wasser ist auch genug da. So, das muss auch gar nicht fertig werden, das ist vollkommen wurscht. Ja, das ist vollkommen wurscht. Hauptsache, es ist da schon mal irgendwie auf dem Ding drauf. Es ist immer noch ein bisschen was gesperrt. Oh Gott, das Krankenhaus ist gesperrt. Da müssen wir irgendwo hin. Oh, verdammt. Da kann wegen Kämpfen nicht dorthin gelangen. Es ist ein bisschen wieder was freigekommen, glaube ich, aber ich weiß nicht. So, wo steht hier Bandage? Die meisten Bandagen sind durchgeschrieben. Hier. Verlassenes Haus ist auf jeden Fall eine Bandage. Ich muss pinkeln. Ja. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Da ist sogar noch ein Fleisch, aber das brauchen wir ja nicht. Zucker ist da auch. Sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz aufs Klo. Bis gleich. So, ich hatte gerade auf dem Klo Angst, dass... Achso, das heißt wahrscheinlich im ersten Bett, im zweiten Bett, wie auch immer. Nee, das machen wir auf jeden Fall nicht. Wir werden... Tut mir leid, Crunky. Genau, ich hatte gerade Angst, wollte ich gerade sagen. Auf dem Klo, dass das verlassene Haus nicht geht, aber es geht. Okay. Also, Crunky muss, trotz dass er schwer verletzt ist, echt Wache stehen. Ich will nicht nur eine Person Wache stehen haben. Und im Bett schläft dann Dakaria, weil sie schwer verletzt ist und nicht bandagiert. So. Ja. Und Zenovia hält Wache und Miffy geht's gut, außer dass sie traurig ist und die geht wieder mal plündern. Es geht einfach nicht anders, so im Bett schlafen, Wache stehen, plündern, passt. Verlassenes Haus, stimmt das jetzt, ne? Genau, da ist auf jeden Fall anscheinend Bandagen, habe ich sogar geschrieben. Naja, schauen wir mal. Okay, warte mal, es gibt ja auch noch Sachen, wo wir nicht waren. Eine Menge Medikamente. Vorsicht, ist geboten. Gruppe von Bewaffneten. Oh, es fängt das Regnen an. Zerstörte Villa. Eine Menge Medikamente. Ach so. Einige Leute leben da noch. Das ist ja schön. Aber keine. Vielleicht auch Bandagen und Medikamenten. Aber da sind auch noch Leute. Baustelle. Eine Menge Medikamente. Gefahr. Doppelhause, Gefahr, eine Menge, nein, da sind irgendwie gar keine Medikamente, aber da gibt's Handel. Wir sollten vielleicht dann nochmal die Baustelle im Auge behalten, aber jetzt gehe ich erstmal dahin, wo ich weiß, dass auf jeden Fall anscheinend eine Bandage liegt. Das habe ich zumindest aufgeschrieben. So, und zwar anscheinend, oh, ist es oben? Ich weiß es nicht. So, wir schauen da mal, brauche ich hier irgendwas? Steht da? Ah, mit Helm suchen, Sniper. Mit Helm suchen, Fragezeichen, Sniper. Schmuck ist da wohl auch noch. Dietrich ist hier, steht hier, aber ich weiß nicht, ob der dafür steht.
Dietrich, warum habe ich den? Steht der, gehört der dazu? Vielleicht nehmen wir mal einen mit. Okay, vorbereiten. Nimm mal ruhig einen Dietrich mit. Ansonsten könnten wir auch wenn noch da liegen lassen, falls wir so viel schleppen müssen. Ich hoffe, der Händler kommt morgen wieder. Wir haben echt viel Schmuck zum Tauschen. So, ich habe auch gerade überlegt, wir brauchen, wenn jetzt Winter wird, ne, Leute. Ich habe jetzt gar nicht auf die Temperatur geachtet. Es ist auch nicht gut, wenn die Leute verletzt sind und es kalt ist. Wir brauchen halt echt viel Wasser. Wir brauchen jetzt nämlich 10 Wasser für unser Gemüse. Wir brauchen dann Wasser. Wir müssen das abkochen. Wir brauchen zum Abkochen brauchen wir wieder Holz beziehungsweise dieses Brennholz. Ja, okay. Gut, dann geh mal. Da ist der Sniper. Das werde ich jetzt echt nicht tun. Ich habe Angst, wenn. Das kannst du mal gleich einpacken. Das packen wir weg. Da brauchen wir, nehmen wir vielleicht etwa einen Helm mit oder so und schauen mal, ob der dann schießt. Ich hatte gerade leuchtet irgendwas. Nimm das auch mal hier alles erstmal raus. Gehen wir hier langsam vor. Herz. Es scheint eine Ratte zu sein. Gut. Hier ist nur ein Bild, ne? Ein Familienfoto mit den Eltern und ihren 2 Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihrem Vater ähneln. Er sieht wie ein Bär aus. Okay. Da braucht mir, glaube ich. Oh, da ist noch Kühlschrank. Da sollte man mal gucken. Hier braucht man, glaube ich, das Brecheisen. Pack hier mal den Shit rein. Obwohl wir das theoretisch auch wieder mitnehmen könnten. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier Stuff, 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 Stuff. Ach komm, dann pack das hier auch nochmal ganz kurz raus und packen das woanders rein. Genau, jetzt fällt das da zusammen. Zucker, ein Fleisch. Fleisch brauchen wir nicht. Wir haben noch eins zu Hause. Will ich den jetzt mitnehmen? Pack jetzt erstmal das hier weg. Und das noch auch nochmal. Für die beiden nehme ich jetzt nicht so viel mit. Pack mal 10 Zucker. Genau, rein, ruhig. Komm, die ganzen Ratten kannst du mit den Händen fangen. Mies, ja, Schmuck. Wir haben 3 zu Hause. Wir lassen den Schmuck nochmal hier liegen. Und ich sollte hier mal langsam durchstreichen, was ich hier gerade mitnehme. Was habe ich denn hier noch? Das können wir auch mal rauspacken. Zucker sind noch 7 da. Ein Fleisch ist noch da. Teile Buch, Obst. Obst, also im Sinne wahrscheinlich so. Dings ist noch oben. Den Schmuck lasse ich hier. Wir haben ja noch 3 zu Hause, habe ich gerade gesagt. Was steht hier noch? Eine Notiz. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. 2 Tage später haben sie unsere Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen. Ach ja, genau. Aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt, hinter dem Haus vergraben. Der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn Sie das lesen, suchen Sie nicht nach mir. Okay, dann ist da eine Waffe wahrscheinlich. Beziehungsweise, nee, die hat man, glaube ich, schon genommen, ne? Die vergrabene Waffe. Pack alles ein. Teile können wir noch brauchen. So, und wo ist jetzt die Bandage hier? Da ist auf jeden Fall ein Ding. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesehen hatte, aber wahrscheinlich ist mir das sogar aufgefallen gewesen. Was leuchtet da so? Kompost, Kompost hier. Ah, hier, die Waffe hatte ich ausgeraubt, wahrscheinlich hier oben reingetan. Buch haben wir genug zu Hause. Waffenteile. Kompost nehmen wir vielleicht sogar noch mal mit. Ansonsten unsere Waffe haben wir zu Hause. Ich will jetzt eine Bandage. Dankeschön. Hier vielleicht noch eine, das wäre schön. Nein. Okay, dann haben wir die Bandage weg. Okay, hier ist noch Teile. Machen wir nochmal voll.
Ich überlege gerade, brauchen wir nicht noch auch noch Holz? Nehmen wir vielleicht mal vier raus und nehmen dafür noch mal zwei Holz mit. Ich hoffe, der Händler kommt. Und ich nehme jetzt die 10 Zucker ruhig auch mit. Vielleicht können wir echt mal Alkohol produzieren. Wir brauchen Bandagen. Wir haben immer noch keine Kräuter. Verdammt. So, hier, das kommt hier weg. Mechanische Teile. Mechanische Teile habe ich jetzt aber nicht gesehen. Mal Fragezeichen dran. Kräutermedi, genau. Schmuck. Munis habe ich mitgenommen. Medis habe ich da gelassen. Dietrich streiche ich immer durch. Ich weiß nicht, zu was das hier gehörte. So. Okay, haben wir jetzt hier alles? Scheint so. Geh unten lang, ich habe Angst. Ich will jetzt nicht, dass du stirbst. Muss ja nicht sein. So, Abmarsch.